Und damit hallo und herzlich willkommen zurück im Spinnenhöhle bei Diablo 2 mit dem guten Zero, mit seiner coolen ne, Zauberin und so weiter. Ja, Wir suchen, Hallöchen. Wie wir suchen, wir geht's? suchen, wir suchen, wir suchen das Auge. Genau. Und deswegen töte ich erstmal diesen Wurm. Und der verliert neuen Helm. Zero, was ist schon wieder los mit Nichts? Wieso? dir? Okay, Ich habe alles klar. keine Drogen oder so gerade genommen. So. Ich mit meinem MF würde sagen, wir werden hier in Akt 3 bestimmt was Gutes finden. Ja, würde ich auch sagen. Zum Beispiel einen Amethysten. Und ganz viel Gift oder Moment, Knallex gibt's Amethyst, hier. Amethyst, Amethyst, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Juhu! Denk dran, wenn wir einen Schrein der Steine finden, dann solltest du nur den, den du weiterentwickeln willst, im Inventar haben. Ne? Ach ja. Haben wir lange keinen mehr gefunden, dachte ich, ich erinnere mir noch mal alle dran. Das ist auf 4 gefallen, cool. Ach ja, mein Und ich freue Mana-Problem. mich so aufs nächste Level. Das glaubst du gar nicht. Ich auch. Irisch. Lange ist es ja nicht mehr hin. Das stimmt. Oh, meine Rüstung geht bald kaputt. Schön. Gut, dass ich da nichts reingesetzt habe. Ja, meine hält noch ein bisschen. Meine ist bei 5 von 26. Ah, ich habe nur noch eins. Das Beste, was uns tatsächlich echt passieren kann in unserer Challenge, ist selbst reparierende Gegenstände, ne? Tja. Ganz ehrlich, das ist das Beste, was uns passieren kann. Ich habe nur Oh! noch eine Oh! Haltbarkeit auf meiner Ich hab's Rüstung. Auge gefunden. Aber glücklicherweise habe ich gerade nochmal eine beschlagene Rüstung gefunden mit zwei Sockeln drauf. Jetzt brauche ich nur noch die richtigen Topasse. Warte, bis mein Ding noch kaputt geht und dann haue ich alle Topasse drauf, die ich habe. Fertig ist. Ich habe ja im letzten Akt noch eine Dingens gefunden, eine Rüstung mit drei Slots, aber das ist wie gesagt die, die gerade kaputt geht. Wieso hast du dich schon angezogen? Weil die andere sowieso kaputt war. Achso. So. Nicht genug Mana. Ach, mein Mana. Eines Tages habe ich genug. Eines wunderschönen Tages. So, wie gesagt, wir haben jetzt das Auge gefunden und Zero Tja. ist gestorben? Die Spinne hat mich zweimal geschlagen und ich war weg. Lol. Hast du ein TP? Nö. Ich laufe. Oder? Warum habe ich kein TP? Weiß nicht. Aber ich war der Meinung, ich habe da hinten eins gedroppt, wenn du jetzt noch so lange warten willst, oder? Bin schon da. Im Ach Teleport. so. Da brauche ich halt nur ein bisschen Mana. Oh nein, oh nein, oh nein. Nein, die bitte nicht nochmal töten. Ich bin gerade erst gekommen. Oh Gott, die Heilige. Ach so. Die habe ich gar nicht gesehen hat. Zero, du bist tot. Ich weiß. Okay. Oh. Was hast du gesucht? Schuhe? Schuhe. Waren schwere Stiefel drin. Ah, Habe ich dir ich auch laufe. gleich mal identifiziert. Trank, Heiltrank, Heiltrank. Und ein blauer Schuppenpanzer war drin. Aber ich kann das alles nicht tragen, weil ich nicht genug Stärke habe. Das ist echt nicht so schön. So, die Stiefel liegen, ne? Ich kann nicht noch mehr Ah, tragen. Schriftrolle des Stadtportals. Wusste ich doch, dass hier eine liegt. Unmöglich. Oh nein. Ah, ich habe hier noch einen Mana-Trank dran, okay. Verbesserte Verteidigung ist schon mal gut. Meine halten nicht wirklich lange. Was? Meine Kettenstiefel von damals sind immer noch genauso gut wie die, die ich gerade gefunden habe. Lol. Naja, immerhin Giftschaden. Aber Haltbarkeit. Naja, ich würde es bevorzugen, nicht nochmal zu sterben. Ein Langstab. Du machst das da hinten, ne? Nö. Langstab, Alter. tschüss.
Junge, Junge, Junge. Oh, Pfeile. Immer wenn ich jetzt Pfeile sehe und Platz im Inventar habe, dann nehme ich sie mit, ganz ehrlich. Ich will so ein Fauxpas nicht nochmal erleben. Oh, ein Ring. Ein kurzer Kampfbogen. Alter, das war knapp. Boah, ein kurzer Kampfbogen, dreimal gesockelt. Oh. Warum haben die gesockelten Gegenstände keine Haltbarkeit? Wieso? Doch, klar. Nein. Mein Bogen, den ich habe, den dreifach gesockelten, und den ich jetzt gerade gefunden habe, die haben beide keine Haltbarkeit. Vielleicht sind das bei den Bögen so. Wer weiß. Okay. Da liegen noch Pfeile. Ja, ich habe jetzt allerdings den Bogen. Der macht auf jeden Fall mehr Schaden. Ich nehme den mal mit. Jo, mach das. Oh, hier ist noch ein Ring. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht mit Ringen. Ich habe meine MF-Ringe voll. 19 zum Mana und 11% bessere Chance, magischen Gegenstand zu erhalten. Wie viel? 11. 11. Ich habe 13 und 15. Mana. 13 und 15 habe ich. Ja, und 19 Mana. Ja, wenn es Energie wäre, hätte ich gesagt, okay, aber normal Mana. Nee. Okay. Wo bist du schon? Ich laufe hier draußen rum. Wieder raus, draußen? Okay. Jo, ich laufe gerade zum Brunnen, damit ich mich ein bisschen erholen kann. Okay, so, wir können ja mal in den Quest gucken. Suchen Sie im Schinder-Dungeon nach Kalims Gehirn. So, dann werden wir das doch mal tun. Der Zero ist schon da ganz hinten. Jo, ich bin bis zum Brunnen gelaufen. Und zerquetsche jetzt erstmal diese dämliche Schlange. Wer? Krieg sie nicht? Ich hab sie irgendwie zerquetscht, okay. Ich war nicht mehr drauf. Da liegt sie. Siehst du das? Dieser rote Blutfleck. Das war die Schlange. Bei mir schlängelt da immer noch eine lang. Was? Das ist unmöglich. Ein Level noch. Wie oft sage ich das eigentlich? Haben wir bald. Also meine eine Fähigkeit, die ich jetzt gerade benutze, kann ich spammen ohne Ende. Ohne dass ich Mana auf viel verliere. Deswegen benutze ich die jetzt erstmal, um Mana-Tränke zu sammeln. Und wenn ich genug habe, benutze ich die starke Fähigkeit. Ja, das ist der Plan. Mr. Tau, das ist der Plan. Da fällt mir gerade mal was ein. War das nicht in Akt 3, wo du auch so richtig geile Bögen gefunden hast, wo ich jetzt gerade wieder Kompositbogen lese? Ich weiß nicht. War das nicht Akt 3? Boah, das ist so lange her. Ja, von dem muss ich mich fernhalten, von diesem Doppeldecker. Die machen Schaden ohne Ende. Oh! Kann ich? Ich kann. Nee, du hast schon aufgesammelt, okay. Ja, MF hat's gebracht, Alter. Arktische Handschuhe. Auch nicht so der Oberkracher. Nee, die sind für mich. Ach so. 10% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit und 20 zu Leben. Sind gut. Sind aber nicht sehr gut. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Ich muss auf Stärke skillen ohne Ende. Das ist ganz schlimm. Naja, Stärke gibt doch Damage, ne? Nee, bei mir nicht. Achso. Geschicklichkeit gibt bei mir Damage. Aber ich muss es halt ein bisschen höher machen, wegen. Damit ich die Sachen tragen kann. Da muss ich leider erstmal damit zurechtkommen, mit 119 Geschicklichkeit aus alles, also zurechtzukommen. Na. Er ist zu schnell für meinen Zauber. Ah, nicht mehr viele Level und dann habe ich mein Orb. Im nächsten Level könnte ich sogar auf Blizzard gehen, aber. Ich brauche einen Schlüssel. Naja. Hast du noch Schlüssel? Ich hab Schlüssel, ja. Okay, da ist nämlich eine verschlossene Truhe. Meine habe ich weggeworfen, weil ich keinen Platz mehr hatte. Zack. Ja, kurzer Kampfbogen.
Wahnsinn, ach, mein Gürtel ist voll mit Heiltränken. Oh. Der Kracher. Wir jetzt droppen die wieder ein bisschen öfters, ne? Au. Schön, den Nova. Wow. Dann kannst du mir jetzt mal ein paar Heiltränke lassen. Ich werde jetzt einige Heiltränke verlieren. So, Riesenzauber. Ich bin überladen. Ich bin überladen, ich fass es nicht. Ah, werfe ich kurz mal meine Rüstung weg. 9 zu leben. Eigentlich klar, aber ich habe genug ID-Rollen. Hier macht das nichts aus. Ach, hinter mir! Da ist ein großer Ball. Na, no, immun gegen Feuer, das macht mir ja nichts. Boah. Halten aber schon viel aus. Boah. Leider nichts, nichts Gutes dabei. Lassen. Nee. Aber Mana-Tränke. Oder ein Mana-Frag. Oh, auf jeden Fall viel entspannter hier nach 3. Ja, auf jeden Fall. Mir stört es nur leider nicht so unbedingt. Mein Gift stört die nicht so. Oh, hier ist das WP. Cool. Naja, wir sind im Wald, ne? Wir sind ja quasi mit Gift aufgewachsen, die ganzen Viecher. Ah. Ja, obwohl. Also ich glaube, das sind diese Untoten, die sehr giftimmun sind. Ja, das sowieso, ich meine, die sind untot. Was willst du da vergiften? Weil, warte mal. Greif den mal nicht an. Oh, hier. Weil der kriegt richtig gut Giftschaden, wie man sieht. Mhm. Na gut. Weil sonst hätte ich gedacht, gehe ich bei dem nächsten Bogen dann nicht auf Gift. Konnte man eigentlich nicht irgendwie die Gegenstände aus Sachen wieder rausholen? Nö, kann man nicht. War das echt nicht so? Nee. War der Meinung, das ging. Huch. Was ist los? Nee, ich hab nur was überlegt. Ich weiß nicht wirklich, welche Sachen ich in meinen neuen Bogen reinmachen soll oder ob ich den wirklich als neuen Bogen benutzen soll. Weil so viel mehr Schaden macht der gar nicht als meiner jetzt. Ja, wenn du da ein paar Steine reintust. Ja, gut. Aber ich meine, in dem habe ich ja auch Steine drin. Boah. Ja, die hauen rein mit ihrem Feuer, du. Da musst du aufpassen. So, Mana, Kriegsstab. Weil mein jetziger macht 2 bis 6 Schaden und der andere macht, ja gut, der macht 5 bis 11, ne? Es ist so eine Sache. Oh, ledierter Diamant. Hast du da noch liegen? Ne, ich bin gerade dabei, am Aufsammeln. Wir brauchen so wirklich endlich diese Folianten. Ich bin so voll. Das ist so schlimm. Dieser Diamant, da ist er. ID-Rolle, was auch sonst. Also Helme würde ich jetzt auch wieder identifizieren. Vielleicht ist da irgendwo Mana dabei. Nicht Mana, sondern MF. Als standardmäßig. Okay. Würde ich cool finden. Mir stört es ein bisschen, dass die Legendären und die Champions alle nicht so wirklich den krassen Shit droppen. Ja, leider irgendwie nicht, ne? Aber das ist nun mal normal. Ja. Ab Albtraum ist das natürlich ganz anders. Und Hölle sowieso. Nein. Der Feuertyp, der haut rein. Ich erwisch ihn auch nicht, so jetzt. Der ist so schnell, ne? Ja. Ja, die Kleinen, aber so oder so. Ich mag die überhaupt nicht.
Ja, normalerweise, wenn ich mit meinem Orb da einmal durchgehe, sind sie alle weg. Ja, das ist richtig. Aber wenn ich den hätte, dann wäre das cool. Aber habe ich nicht. Wie gesagt, ein Level noch, dann habe ich wenigstens die Verfolgungspfeile. Dann ist das auch schon ganz anders. Mein Saphir. Vierter Saphir. Boah, so viele Gegner auf einem Haufen immer. Hier ist Sack 3. Hier ist Sack 3. Aber dafür kriegen wir auch sehr viel Erfahrung. Das stimmt. Das ist ein definitiver Vorteil gegenüber diesen Massen. Oh, das ist ein Verteidigungsschrein. Oh, yay. Hör auf mich zu spucken, du Arsch. Ich würde sagen, die Rollen droppen jetzt ganz schön häufig, wa? Ja. Ach, das war ja nur Barbar. Ich bräuchte Pfeile. Wenn du Pfeile siehst. Ah, hier. Kann nicht sehr gut. Mehr tragen. Besser geht's ja gar nicht. So, die dürften eigentlich gleich umfallen, genau. Na, den auch. Ich muss wieder aufräumen. Räum du mal wieder auf. Ich hab nämlich 3 ledierte Saphire, Alter. Gib mir wieder 2 Platz mehr. Das ist auf jeden Fall vorteilhaft. Platz im Inventar. Gibt nichts Besseres. Ich hab was gefunden. Ich hoffe, es ist nicht ätherisch. Nein, man kann es 2-mal sockeln. Ein Helm. Zero. Ein Helm? Wie wär's? 2-mal gesockelt? Ja. Nee, da habe ich immer noch meinen krassen Topaz drin. Ach so. Solange der nicht kaputt geht, oder solange ich kein MF empfinde, ist mir das Wumpe. Ich gucke gerade mal, ob wir irgendwas haben an Runen oder sowas, was mir was bringen würde. Na gut, Mana-Regeneration eventuell. Aber sonst nicht wirklich. Wollen wir nicht hier reingehen am besten? Weißt du nicht, in die Seitengasse? Ja, ich bin da nur einmal ganz kurz lang. Tja. Zero, wie sieht's aus? Soll ich ihn liegen lassen oder soll ich ihn mitnehmen? Also ich brauche ihn nicht. Okay, dann lass ich ihn erstmal liegen. Tja, und ich bin mir Level immer noch up. Nicht sicher. Oh. Boah, jetzt schon Level up? Du Penner. Mana-Schild. Bitte, ja, danke. So. Muss ich aber auch gleich kriegen, das Level ab. Schön, einfach schön. Guckt sie an, ich hab ein Mana-Schild. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ich brauche natürlich extrem viel Mana, wenn ich getroffen werde, aber ist mir egal. Ich sterbe nicht mehr so leicht. Ich lasse die IT-Rollen jetzt auch liegen. Hab ich keinen Bock mehr. Oder ich identifiziere Mann. Alles, was ich finden kann. Ledierter Saphir liegt da. Pfeile für mich. Wunderbar. So, wenn wir die hier alle weg haben, dann müsste ich eigentlich auch das Level up haben. Ja, da ist es. Oh, endlich. Guck sie an. Guck sie an. Ich stehe hier einfach und freue mich einen Keks. Das ist super. So soll es doch sein. So, streuen. Ich liebe es. Na gut, das verbraucht natürlich sehr viel Mana. Wie du einfach im Weg stehst. Was ich gerne mal ausprobieren würde, könntest du einmal ganz kurz nicht angreifen? Okay. Ich will mal gucken, ob die Fertigkeit auch das Gift von dem Bogen nimmt. Ja, sehr schön. Oh, was ist das für eine Truhe da hinten? Ich weiß es nicht.
Aber könntest du aufhören, im Weg zu stehen, Kleiner? Moment, Moment, Moment. Warum macht denn die Fertigkeit jetzt mit einmal was ganz anderes? Wie, was ganz anderes? Wie geil. Ist ja unschön. Ein fehlerhafter Thomas. Hattest du nicht noch einen fehlerhaften Thomas? Hattest du nicht irgendwas gesagt? Habe ich dir doch schon gegeben gehabt. Hast du? Traurig. Ich brauche noch zwei lidierte Tonpasse oder einen fehlerhaften, dann bin ich glücklich. Das ist ja irgendwie echt doof. Ich habe mir das gerade anders vorgestellt gehabt. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den Skill trotzdem weitermachen soll oder nicht. Ich meine, schlecht ist es nicht, oder? Wie du willst, dein Charakter, deine Skillung, Alter. Ich bin gerade am überlegen, was besser wäre. Also entweder könnte ich halt dieses Streuen nehmen, wo sie mehrere Schüsse hintereinander macht, oder tatsächlich den Mehrfachschuss, wo sie tatsächlich mehrere Pfeile auf einmal macht. Weil ich hatte den Skill noch anders in Erinnerung. Das ist mein Problem. Ich hatte den so in Erinnerung, dass er den genauso macht wie das alte. Das heißt, wie den Mehrfachschuss. Und dass da einfach gelenkte Pfeile rauskommen. Ah, das ist das Problem, wenn man einen Charakter nie wirklich gespielt hat. Ja. Nee. Ah, jetzt habe ich einen Fertigkeitspunkt natürlich vergeben. Na, das ist echt. Tja, so ist das Leben. Verkackt. Ja, definitiv. Oder skill ich doch noch ganz anders um? Ist das doof. Ja, da muss der Tausig was einfallen lassen, wa? Warte, jetzt noch 4 Level, ich hab mein Orb. Und dann bin ich so glücklich. Oh mein Gott, bin ich glücklich. Egal. Damit ich die Fertigkeit nicht umsonst genommen habe, werde ich jetzt weiterhin das Streuen nehmen. Vielleicht ist es ja in einer höheren Skillklasse besser. Egal. Wer weiß. Wir sind ja schon fast durch mit dem Spiel, ey. Ja, die Hälfte haben wir geschafft, du. Ja, noch nicht ganz. Naja, Akt 3. Gibt 5 Akte. Wenn wir Mitte von Akt 3 sind, dann ja. Ja, es gibt ja 5 Akte und nicht 6. Ah ja, stimmt. Puh. Oh Gott. Besonders das Schlimme ist, wenn ich den Skill einsetze. Guck mal. Das muss gar nicht sein, dass die Pfeile treffen. Das ist echt doof. Naja, vielleicht wird es später besser. Vielleicht sind sie dann treffsicherer. Wer weiß. Glaube ich gar nicht mal. Oh, eine Elrune. Ja, ich habe noch eine andere im Inventar. Hier. Oh. Eld. Ich bin überladen. Bad, bad, bad. ID weg. Ich habe zuerst gedacht, sobald wir aus Akt 2 gehen, haben wir Probleme mit ID-Rollen, aber. Nee. Anscheinend doch nicht. Ein Kompositbogen, der nicht gut ist. Okay. Ledierter Amethyst. ID-Rolle weg. So.
Ich muss trotzdem auf meinen Mana aufpassen, das ist richtig eklig, ey. Sag's dir. Ja klar, mit dem Mana-Schild jetzt umso mehr, ne? Ah. Ist ja im Prinzip jetzt dein Steckenpferd. Ist mein Lieb. Ja. Wieso laufen wir schon wieder getrennt? Ich weiß es nicht. Ich wollte hier unten gerade mal nachschauen, was hier so gibt. Okay, benutze ich wieder meine scheiß einfache Fähigkeit. Oh Mann. Noch 6 Level. Dann hast du deine Phosphäre. Genau. Dann ist das soweit. Dann lasse ich sie alle weg. Na gut, was bei mir natürlich auch noch kommt, ist durchbohren, ne? Dass die Pfeile dann weiterfliegen. Kriege ich dann auch mit Level 30. Da, wieder ID-Rolle jetzt. Die fallen jetzt einfach. Immer wieder, immer wieder. Ja. Also ein Büchlein wäre richtig OP. Und noch eine Goldtruhe? Bitte was? Was ist denn hier los? Ja, klar. Nackt 3 ohne Ende. Das kenne ich aber auch noch. Naja, ich habe mich mit Nackt 3 nur bei Mephisto beschäftigt, ne? Ein Amulett. Da kommt ja, das war's dann aber auch. Gucken, was das Amulett so bietet. Schade. Und eine Nephrone. Ah. Sehr gut. Gut gesehen. Ja. Yeah. Jetzt kriege ich so langsam Probleme. Mit dem guten Platz. Joa. Sieht bei mir nicht anders aus. So, da habe ich keine 3 von. Da habe ich 3 von. Zero, da wir sowieso schon wieder im Überlänge sind, würde ich sagen, ich mache das jetzt gleich mal offscreen und setze die ganzen Sachen zusammen. Kannst du machen, ja. Und dann sehen wir uns morgen wieder in der nächsten Folge, wenn wir auf der Suche sind nach dem Gehirn von Kalim. Genau. Okay. Bis morgen. Dahin. Haut rein. Tschüss. Ciao.